187. Da bist du natürlich total im freien Fall. Da geht es überhaupt nicht mehr gut. Da fühlst du dich blockiert. Da fühlst du dich überhaupt nicht im Frieden. Da fühlst du dich total unwohl. Dein Bein ist verdreht. Gieselot. Dein Bein ist verdreht. Nilly Vanilli, iPad. Milan, Etale. Du denn für ein Seppi? Ja, war ein bisschen besoffen, ne? Schnelldurchlauf, ich bin kein großer Geschichte-Fan, muss ich zugeben. Ich war da immer, ich konnte mir die Zahlen nicht merken. Und ich werde auch heute mit Ihnen keinen Kurztest über die Zahlen machen, die da stehen. Hat mir ein alter Cowboy damals erzählt. Zahl mit Scheck und du gewinnst dir Vertrauen. Zahl Cash und du gewinnst dir Freundschaft. Okay. Muss auch mal gesagt werden. Da ist keine andere Kraft da. Es ist nicht, als ob man eine andere Kraft hätte, die also in der Lage wäre, die göttliche Kraft zu untergraben. Da haben wir die dunkle Seite, die sich meldet. also auch das ist von mir, hat sie gesagt. Tritt ein. Nimm die Schwingung in dich auf. Vielleicht siehst du auch innerlich deinen Seelengarten. So, Gas ist wieder frei. Mutti ist schwanger. Aber Moment mal. Moment, Entschuldigung. Ich muss hier mal jemand entfernen. Hören Sie mich an, Marlene? Ja. Okay, ich habe einen Herrn reingelassen. Ich weiß aber nicht, ich höre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Hallo, meine lieben Freunde. Und zwar habe ich heute des Öfteren gelesen, dass ich was gegen Frauen hätte, beziehungsweise gegen Opfer von häuslicher Gewalt. Und diesbezüglich wollte ich jetzt gerne mal Stellung beziehen. Und zwar bin ich nicht dafür, dass man Frauen sollte, es sei denn, sie fordern euch Moment, dazu ich auf, glaube, sie passen in einem nicht sehr in euphorischen Gruppe. Ton, wie zum Beispiel, schlag mich. Okay, das war jetzt nicht zu euphorisch, also ein bisschen geschriener. Ah, Moment mal, den muss ich mal ganz dann schnell entfernen. Kann man es natürlich machen, weil dann ist... Dann morgen. Wie kann das sein, dass das wieder passiert? Wie kommen die denn in unseren Raum rein? Das war ja letztes Mal auch. Bei meiner letzten Runde. Gehen jetzt auf irgendwelche Leute zu und behaupten einfach mal, dass die mich filmen und stellen die zur Rede, denn ich finde das nicht in Ordnung. Es gibt das Datenschutzgesetz in Deutschland. Und warum werden jetzt meine Bilder missbraucht für öffentliche Zwecke? Entschuldigung, warum filmen Sie mich? Ich habe das Gefühl, Sie missbrauchen meine Daten. Das ist dieselbe Stimme wie letztes Mal. Da hieß er Johann Christofferson. Spitze. Na, jetzt ist er wenigstens ruhig. Agiert mit Frequenzen und es geht einfach in unseren Körper, in unsere Zellen über und somit... Hallo Maxi. Ich bin der Farid. Okay. Und ich kann immer so schlecht im Flugzeug schlafen, wenn du nicht da bist, Maxi. Wir haben jetzt genau 17.46 Uhr. Maxi. Okay, alles klar. Also wenn Sie einfach mal die Handkante sehen Sie, gell? Ja. So, und jetzt gehen Sie ungefähr 2,5 Zentimeter unterhalb des Ansatzes vom kleinen Finger. Das sind die Ansätze, die Lebensqualitätslevel 1000. Hallo. Ja. Hui. Okay, da hat wohl einer... sich einen Spaß gemacht, was ja auch in Ordnung ist. Also ab und zu mal lustig sein, das ist ja in Ordnung. Gut. Aber wieder zurück. Also diese Entwicklung gibt es halt auch auf der spirituellen, energetischen Ebene. Warum? Na, weil sich der Mensch weiterentwickelt, weil das Umfeld sich verändert und so muss man sich halt auch verändern. Und umso mehr Robert, Menschen... Ruf doch mal Hallo. Den Mann an, der Farid legt wieder los. Oh, das war aber ein netter.
Das war ein netter Input. Hallo Jonas. Ein paar Sekunden später. Ja, genießt das Leben. Nichts ist falsch, nichts ist richtig. Aber jetzt habe ich genug geredet. Wer von euch hat denn Fragen? Hier. Döner. Und private, von Mehmet gegenüber. Private Messages gesehen. Wer ist denn dieser Jonas? Hey Jonas, woher rufst du rein? Keine Ahnung. Also es gibt keine Fragen, keine. So, wenn André wiederkommt, dann können wir anfangen, würde ich meinen. Und André, falls jetzt jemand noch reinkommen würde, würde ich dich gerne bitten, dass du sie reinlässt. Michael, bin ich nicht gegen Frauen. Denn Frauen sind auch Lebewesen. Frauen sind auch Menschen. Und sie essen und trinken auch, genau. Das heißt, also Frauen sind auch auf der Welt. Ich glaub, das ist nicht und wir der müssen sie also akzeptieren, dass wir mit denen zusammenleben und können nicht gegen Frauen sein. Deswegen sage ich euch nur eine Sache, seid niemals gegen Frauen, schlagt auch keine Frauen, denn ohne Frauen gibt es viel, viel weniger Spaß auf der Welt. Oh oh. Was machen wir da rausklicken? Das ist jetzt irgendwie. Ich weiß, vielleicht ist er jetzt von alleine raus. Ja, das ist richtig zu treffen, genau. Moin, Christopher. Christopher, hörst du mich? Kardeşim, şakala, çok selam. Türkiye'den bütün dostları öpüyorum. Hepinize çok selamlar. Es gibt doch. Ja, das heißt, mit einem chronischen Durchfall würde ich ein Tier immer erst einmal auf ein Monoprotein setzen. Da braucht ihr dann aber auch einen Tierarzt oder einen Tierheilpraktiker, der euch das dann genau erklärt. Ja, alle Leute reden von Hamsterkäufen wegen Corona. Aber was bringt mir denn dann so ein Hamster? Die Hamsterkäufe bei Corona. Wow. Okay. Gut. Gehen wir von den Hamsterkäufen bei Corona wieder zurück. Schönen guten Abend. Hören Sie mich? Hallo? Jetzt steche ich deine Augen aus. Was soll das denn bitte? Nee, aber das ist ein Unterschied, das stimmt. Wobei ich für mich das schon, also virtuell schon wesentlich entspannter ist. Alle in den Laden kaufen und den Scheiß. Alle in den Laden kaufen und den Scheiß kaufen, oder was? Mensch. Da haben wir schon den ersten Toll.